Hallo und herzlich willkommen zum 9. und 10. Teil der Baureihe der Skyrider-Drohne. Lange gab es kein Video, das hatte ein paar Gründe, aber jetzt habe ich diesmal wieder alle beide Teile in ein Video gepackt, was für mich persönlich am einfachsten ist, da ich gemerkt habe, dass die Bauschritte nicht mehr so anspruchsvoll sind. Und wir fangen auch direkt an mit Lieferung 9. Da waren zwei weitere Abdeckungen dabei, eine Gimbalhalterung und Kabelbäume sowie nochmal für einen Arm Abdeckungen. Wie ihr seht, ist wieder ganz viel Infos drin zur Luftbildfotografie. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen, aber ich denke, da sind wieder ganz viele Infos bei. Und es ist ein Anschlusskabel dabei für die Stromversorgung. Richtig gut gelöst, wie ich finde. Einfach, aber funktionell. Ihr seht ja, ich habe die Regler nicht eingebaut bei den letzten Bauschritten, weil ich das immer andersrum mache. Also die Regler zum Schluss und die Props auch zum Schluss. Und ich habe mich dann aber überwunden, die Regler erstmal reinzulegen. Und wenn es dann final zum Einstellen geht, werde ich das Ganze auch viel schöner verkabeln und ja, ich mag keinen Kabelsalat, deswegen lege ich die einfach nur sozusagen drauf und stecke sie an und die Goldies passen natürlich. Es fehlt ja immer noch ein Arm, aber der wird hoffentlich bald fertig, weil aktuell sieht er noch ein bisschen. Ja, fehlt noch ein bisschen was, ne? Als nächstes geht es weiter mit einem Teil von Rumpf. Und zwar wurden zwei Teile geliefert mit so einem doppelseitigen Schaumklebeband, nenne ich das jetzt mal. Auf den Teilen ist übrigens noch eine Folie drauf, die ich jetzt erst gesehen habe. Und die habe ich dann noch flugs abgezogen, beziehungsweise dann am Schluss habe ich die abgezogen, glaube ich. Und die Nase vorne sozusagen wurde auch geliefert. Ah, da ziehe ich sie ab. Bisschen schwierig, den Anfang zu finden. Dort wurde nur die Oberschale angeklebt, aber ich habe direkt vorne die Nase auch mit festgemacht, weil wenn ich gerade einmal dabei bin, dann kann man das natürlich auch direkt alles festmachen. Ich glaube, man muss sowieso wieder alles demontieren, weil da sind ja Löcher drin für die Arme. Bin ich mal froh, dass ich die Arme noch nicht so richtig festgebaut habe. Ich denke, da muss man wieder alles abschrauben. Das ist ja im Prinzip mein erstes Mal, so eine Baureihe zu bauen. Und für mich ist es sehr schwierig, das immer so durcheinander zu bauen. Also ich gehe da lieber logisch vor. Aber das ist nun mal das Spannende an so einer Baureihe, dass man im Prinzip nicht logisch baut, sondern immer wieder eine Überraschung hat, was als nächstes wohl kommt. Entschuldigung, dass es da aus dem Bild ist. Irgendwie hat die Kameraeinstellung gar nicht gepasst, obwohl ich wusste, dass die Kamera bis weiter oben steht, aber am Ende war es doch ein bisschen kleiner, das Sichtfeld. Ja, da hatte ich das dann auch schon fest. Ich hoffe, dass bald auch die anderen Teile kommen, dass ich da weiterbauen kann. Ja, da habe ich noch mal geguckt, ob da noch was anderes kommt, aber es war nur fixieren und das habe ich ja wie gesagt erstmal gelassen, deswegen habe ich es weggeräumt.
Und da ist auch schon eine Gimbal-Halterung, nenne ich das jetzt mal. Die Gummis habe ich schon ausprobiert, die sind relativ fest, aber ich denke, wenn da eine GoPro dran hängt, sollte das ganz gut passen. Also es passt auch die GoPro dran. Die Gummis reinzufummeln ist ein bisschen kompliziert. Wer das noch nie gemacht hat, der sollte sich dafür ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht nicht im Stress das Ganze zusammenbauen. Ganz lustig fand ich ja, dass da steht, dass man das einfach dann so draufdrücken soll und die Gummis sollen dann angeblich einfach in die Löcher flutschen, aber das ist Käse. Ich dachte erst, ich habe es falsch rum zusammen, aber das ist Blödsinn. Nehmt euch einfach eine Angelschnur oder eine Nylonschnur. Die hole ich mir auch gleich, weil ich da ein bisschen verzweifelt bin. Und die legt er im Prinzip um das Gummi drum herum. Sieht man leider nicht. Ah, jetzt. Genau, legt er ums Gummi drum herum. Bisschen festhalten, dann durchs Loch. Und dann einfach das drüber ziehen und fest ist euer Gummipoppel sozusagen. Das macht ihr einfach bei allen Vieren und ist ein bisschen kompliziert bei manchen, weil man nicht so richtig rankommt, aber ist eigentlich schnell lösbar. Mit ein bisschen Übung ist das auf jeden Fall machbar. Nicht so einfach, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Genau, da waren noch zwei Madenschrauben dabei, sowie eine andere Schraube. Und das muss dann so vorne, also relativ weit vorne festgemacht werden. Ja, da habe ich das wieder aus dem Bild gelegt. Und noch einen anderen Schraubendreher besorgt, weil ja die kleinen Madenschrauben nicht so richtig reingingen. Ah, jetzt sieht man es. Ah, nicht ganz. Ich glaube, das ist auch schon der letzte Bauschritt. Also es passt eine GoPro im Gehäuse natürlich dran. Und dann kommen wir auch gleich zum Teil 10. Da sieht man nochmal das Ergebnis. Das andere habe ich erstmal weggelegt. Genau, und Teil 10 ist nochmal eine Adapterplatine, eine Motorglocke, LEDs und ein Propellerschutz. Die Platine ist mit einem Knopf. Da kann man wahrscheinlich dann den Kopter oder die LEDs anschalten. Lassen wir uns einfach überraschen. Mir dann erstmal alles zurechtgelegt. Genau, dann geht es einmal nochmal durchs Heft, oder? Genau. Es ging diesmal um Luftbildvideos, wie man die wackelfrei bekommt oder auch nicht. Da ist auch nochmal die Dämpfung erklärt und kurz eine Technik-Info. Und dann kommt auch der letzte Motorarm. Wie gesagt, da vermisse ich ja jetzt noch den Motor. Aber den Rest hatten wir schon. Was mir auch bei diesem Baukasten wieder aufgefallen ist, es ist alles dabei, außer dieser blöde Motor. Das heißt, man kommt eigentlich gar nicht weiter, weil man braucht nur die mittleren LEDs festzuschrauben, weil die anderen Schrauben festzuschrauben und dann wieder auseinanderzubauen, macht eigentlich keinen Sinn. Weil man ja ins Plastik schraubt und mit der Zeit wird das halt ein bisschen wuscheliger und deswegen habe ich das auch nicht zusammengebaut. Da habe ich nochmal Teile gesucht, genau die LED habe ich gesucht.
Was aber dann natürlich sinnfrei war, habe ich leider zu spät mitbekommen, wenn man so gerade im Baum bauen ist. Da möchte man eigentlich auch weiterkommen. Genau, ich kenne die Schritte ja schon inzwischen. Es geht das leicht von der Hand. Beziehungsweise wegen der kleinen Schrauben semi-leicht, aber man hat das relativ schnell erledigt. Und ich brauche da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr kennt die Bauschritte wahrscheinlich ja schon aus dem FF. Genau, da ist mir aufgefallen, dass der Motor ja im Prinzip fehlt. Also habe ich die Schrauben zusammengepackt und die kleinen Teile, dass sie nicht verloren gehen. Da wird wieder der Propeller drauf gebaut. Das mache ich ja wie gesagt nicht, weil wir die am Ende ja zusammen wuchten. Und dann kam nur noch der Schalter vorne drauf. Ich bin gespannt, wie die Elektronik dann funktioniert und alles Mögliche. Und ja, wir haben jetzt ja schon 10 Teile hinter uns und ich glaube, es kommen nicht mehr so viele, also höchstens noch 5 Teile oder so. Und ich bin schon gespannt, wie das dann alles am Ende funktioniert und fliegt, und ich hoffe, dass es wirklich bald soweit ist. Und ich freue mich schon aufs nächste Video und ich hoffe, ihr euch auch, und ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich natürlich auf einen Daumen hoch, einen Kommentar, lasst mir Feedback da und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!